Vers 19. Vor ihrer Zusammenballung in ihrem werdenden Zustand existieren die Hauptelemente ursprünglich in getrennter Form. Die Ursache ihrer gesonderten Existenz lag in der noch nicht erfolgten Anwendung des Zusammenballungsvorgangs. Der göttliche Mahavishnu, die am Anfang existierende Gottheit, brachte Maya mit seiner spirituellen Chit-Energie zusammen und setzte sie so in Bewegung. Indem er hiermit das Zusammenballungsprinzip in Gang setzte, brachte er die voneinander getrennten Elemente dazu, sich miteinander zu verbinden. Daraufhin vereinigte er sich mit Yoga Nidra auf dem Wege seiner ewigen Romanze mit seiner spirituellen Chit-Energie. Erläuterung: Maya Dakshena Prakritihi Suyatisa Characharam. Die materielle Energie Prakriti gebärt unter meiner Führung das Universum beseelter und unbeseelter Wesen. Dieser Shloka der Gita bedeutet, dass Maya die verzerrte Spiegelung der spirituellen Chitkraft anfangs inaktiv war und dass sich ihre für die materielle Ursache verantwortliche Ausweitung der Materie ebenfalls in einem abgetrennten und verzerrten Zustand befand. Nach Krishnas Willen wird diese Welt als das Ergebnis der Vereinigung der instrumentalen und materiellen Kausalprinzipien Mayas manifestiert. Trotzdem bleibt der höchste Herr selbst nur mit seiner Chit-Energie Yoga Nidra vereinigt. Die Wörter Yoga Nidra und Yoga Maya weisen darauf hin, dass es das Wesen der Chitkraft ist, die absolute Wahrheit zu offenbaren, wohingegen es das Wesen ihres verzerrten Spiegelbilds Maya ist, alles mit der Finsternis der Unwissenheit zu umhüllen. Wenn Krishna den Wunsch hat, etwas innerhalb der weltlichen, von Unwissenheit umhüllten Sphäre zu manifestieren, bewirkt er dies durch die Verbindung seiner spirituellen Energie mit seiner inaktiven, aspirituellen Energie. Diese Verbindung bezeichnet man als Yoga Maya. Der Begriff Yoga Maya hat eine doppelte Bedeutung. Einmal mit einem transzendentalen und einmal einem weltlichen, leblosen Aspekt. Krishna selbst, seine persönlichen Emanationen und jene Jivas, die seine unvermischten, abgesonderten Partikel sind, erfahren in der durch die oben genannte Verbindung hervorgerufenen Manifestation den transzendentalen Aspekt, während die bedingten Seelen den materiellen, leblosen Aspekt erfahren. Die äußere Umhüllung transzendentalen Wissens in den bewussten Tätigkeiten der bedingten Seelen trägt die Bezeichnung Yoga Nidra und wird ebenfalls durch die Chit-Energie des Herrn hervorgerufen. Dieses Prinzip wird im Folgenden noch ausführlicher behandelt.